Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Nicht Valhalla, Mirage. Ja, wir müssen immer noch Bei gucken, wie uns wir kann da sich nichts eigentlich verstecken. reinkommen. Da ist ein Musiker, der die. Nein, es ist zu gefährlich, Enkidu. Was ist das für ein Scheiß hier? Finde heraus, warum der Buchwart diesen Ort mit seinem Blut benannt hat. Sollen wir etwas für Du dich bist spielen? unerwünscht. Ja, da brauche ich aber wieder die. Nee, da brauche ich die andere Du von. hast hier Okay. nichts zu suchen. Ich halte besser die Augen offen. Ja, Frage ist, gehört das jetzt hier auch noch dazu? Och, ich kann wieder nicht drücken. Da unten hat wohl einer einen Schlüssel. Was mich jetzt mehr interessieren würde, ehrlich gesagt, kriege ich da oben die Bogenschützen vielleicht erstmal weg? Das wäre natürlich ganz gut. Übernehmen. Och, man kann sogar hier die Dinger klauen, oder was? Ah, das ist ein normaler Bogenschütze. Der steht hier Wird dir natürlich teuer. nicht so toll. Dort muss ich ein Stück Stoff Glaubst du, Nabil gewinnt dieses Jahr wieder den Ringkampf? Er wird älter. Und Mal hast du schon schauen. Geld? Oh, der guckt nicht in meine Richtung gerade. Lauf, 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 lauf. Ja, Nun ist der Weg für eliminier den Enkidu frei. bloß nicht. Kein Thema. Lass ihn nicht entkommen! Schieß den Feigling da runter! Bleib mir vom Leib! Mist, er entkommt uns! Aber den einen Typen konnte ich zumindest ausschalten. Also keine Ahnung, warum das mal wieder nicht funktioniert hat mit dem Eliminieren. Es stand ja sogar extra noch da dran und ich habe dann direkt R1 gedrückt. Aber wie so häufig halt, hat es mal wieder nicht funktioniert. Die Frage ist, hält er jetzt da nur Wache? Oder... Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Ja, der hält nur Wache, also der hat mir jetzt hier nichts. Nichts verpasst an Ich bin Kopfgeld nicht oder da. sonst irgendwas. Ernsthaft jetzt? Sieht mich da einer, wenn ich da hochklettere? Der andere könnte mich sehen. Kann ich da hochklettern? Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich muss ja irgendwie noch erstmal gucken, wie ich überhaupt da reinkomme, ne? Muss man ja jetzt auch dazu sagen. Ich muss mich ja hier so ein bisschen. Ein Wurfmesser, das ist schon mal gut. Vorzubereiten. Ein Gefangener. Hier. Die Wache hat vielleicht den Schlüssel. Ja, hat sie. Der Mann Aber wenn hat ich euch da jetzt angegriffen, wir reinspringe. haben unsere Befehle. Niemand darf zu dem Gast hinein. Der Arme. Mit einem Haufen Bücher eingesperrt. Ich würde wahnsinnig werden. Mit einem Haufen Bücher eingesperrt. Okay. Frage ist, wo geht der Typ jetzt hin? In die Etage unter mir, ne? Wo natürlich gefühlt 2 Millionen anderer Wachen sind, oder? Oder vielleicht auch nicht. Wo ich aber so nicht rankomme von hier oben, so wie es aussieht.
Hier komme ich auch nirgendwo rein. Also im Endeffekt kann ich wohl nur von unten da rein, nehme ich mal an. Schau mal. Natürlich sind da auch noch so viele Wachen. Ja, das Problem ist, kann ich da irgendwie durch die Tür durch unten? Die ist wahrscheinlich abgeschlossen, ne? Ich erreiche auch niemanden, ne? Ich gehe mal nicht davon aus, dass der jetzt hier hochkommen wird. Zieht die Waffen. Wir haben Gesellschaft. Moment! Was? Das Problem ist, unten ist abgeschlossen. Ich denke mal, das ist die Tür. Da hinten steht noch einer, da könnte ich vielleicht hinkommen. Wird der jetzt rauskommen? Na? Na, er kommt immer nur nach hier, ne? Ja, schade. Hätte ja klappen können. So, übersetzter griechischer Auszug, aus dem Griechischen übersetzt. Ikarus, das ist ein Tier hier oben, eine Katze. Ikarus schlug freudig mit seinen Flügeln, berauscht von dem kalten Wind auf sein Gesicht und über und unter ihm nichts als Luft. Er stieg höher und höher in den blauen Himmel auf, bis er in den Wolken verschwand. Was siehst du, Enkidu? Also... Ich weiß nicht, ob die noch einen haben, aber vielleicht könnte er ja hier irgendwas noch ausspionieren. Da ist halt nur der Schlüssel, ne? Moment. Was? Oh. Gut, nichts passiert. Genug. Noch mehr Zeit verschwenden wir nicht. Nee, noch mehr Zeit verschwenden wir nicht. Dass der da hinten gerade rumturnt. Nein! Ich mach's jetzt einfach. Ich mach's jetzt einfach. Hey! Poste den Tod! Hast du das gehört? Ja? Ja, hab ich gehört. Pfeile anbocken! Geh doch mal da raus, Mann. Spring bloß nicht, kein Thema. Och, jetzt kommen die nicht ernsthaft hinterher. Eben sind die ganze Zeit nicht hinterhergekommen. Echt jetzt? Jetzt laufen die da unten rum. Aber ich habe den Schlüssel, immerhin. Schlüssel für die verschlossene Tür erhalten. Jemand wird gefangen gehalten. Also mit der verschlossenen Tür, denke ich mal, werden die wohl die Tür hier vorne meinen. Nähern uns nochmal langsam wieder den... Ich sag jetzt mal Gefängnis. Ist ja nicht wirklich was anderes. Da hätten wir uns auch so drauf gekommen. So. Tür da unten ist zu. Das heißt, da müssen wir hin. Nehme ich mal an, zumindest.
Kommst du da heute nochmal rüber? So. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass da auch entsprechend viele Wachen drin sind. Ist von der anderen Seite verriegelt, hä? Okay. Wo muss ich denn dann hin? Da hinten ist noch eine verschlossene Tür. Aber wie soll ich da hinkommen? Eieiei. Und ich weiß nicht, ist das die einzige verschlossene Tür hier? Kurz sagen, kommt der jetzt hier hoch oder was? Oh, 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 oh. Jetzt stehen da zwei oder was? Nee, hä? Ist das irgendwie sein Schatten? Das war notwendig. Ja, auf jeden Fall. Okay, da unten scheint unser Ziel rumzulaufen. Das Problem sind halt die Wachen jetzt gerade. Da hinten ist offenbar eine verschlossene Tür. Okay, das ist ein verschlossenes Fenster, sehe ich gerade. Nichtsdestotrotz müssen wir auf jeden Fall irgendwie hier rein, so wie es aussieht. Theoretischerweise hoffe ich, dass ich hier den einen oder anderen vielleicht hier noch runterholen kann. Na, jetzt läuft er natürlich. Gerade jetzt läuft er jetzt hier rum. Willst du mich denn? Der ist auf jeden Fall unter mir, der Typ, den ich erreichen muss. Das sehe ich. Das ist schon mal gut. Das ist wesentlich mehr, als ich in den letzten Folgen wusste. Ja, geil, da komme ich jetzt nicht mehr hoch, oder? Ich wollte eigentlich... wollte eigentlich hier rein. Ich renne überhaupt nicht weg. Ja, das Problem ist halt, der Typ guckt so doof. Das war das Falsche. Ah. Hey! Naja, ist da irgendwas? Sicher als tot. Du bist da irgendwo, oder? Hey! Ich war's nicht.
Ich wollte den anderen eigentlich auch noch erledigen, aber das war dann wohl wieder nix. Ach ja, wie ich das liebe. Hey, was ist da los? So, die Frage ist jetzt, sieht der andere mich, wenn ich da hingehe? Weil theoretischerweise komme ich jetzt von hier aus da rein, ich bin mir nicht sicher, aber das sieht so aus, als ob man die Tür ausschließen kann. Der andere ist gar nicht mehr da. Ach doch, der ist ein Stück weiter weg. Töte mich nicht. Bitte. Gib mir mehr Zeit. Ich habe es fast gelöst. Keine Sorge. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Was versuchst du da zu lösen? Das Buch? Ich sagte, ich könnte es nicht. Ich kenne die Sprache nicht. Aber sie ließ mir keine Wahl. Wer? Eine Frau namens Sachra. Eine der Gelehrten hier. Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur, dass eine Schrift verwendet wurde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne Hunderte. So wie Sachra davon spricht, ist es eher ein Artefakt oder Relikt als ein Buch. Ich erzählte Lügen über mein Vorankommen, damit sie mich nicht töten. Ich kann kein Wort lesen oder auch nur sagen, ob es überhaupt eine Sprache ist. Wo finde ich Sachra? Ich weiß es nicht. Sie könnte überall in der Stadt sein. Ich will nur nach Hause. In Ordnung. Bring dich in Sicherheit, ehe die Wachen wiederkommen. Hier muss es etwas geben, das mir weiterhilft. Ja, dann schauen wir doch mal direkt. Oder an die Ordnung, an meine Zarik, Dämonin, ein grüner und gelber Genuss. Ich sende dir meinen Drachenkuss. Wie die weise Dichterin Arib einst schrieb, du bist mein Gesetz, du bist meine Ordnung. Dieser Brief des Ordens erwähnt Arib. Ist es eine unschuldige Bemerkung oder etwas Düstereres? Nein! Dich kann ich nicht streicheln. Die andere Katze konnte ich streicheln. Ihr Schweine. Hundeins Nachricht. Zara, ich habe es mit jeder Sprache versucht, die ich kenne. Mit jedem Übersetzungskniff, von dem ich je hörte. Ist über mir einer? Aber dieses seltsame Buch widersetzt sich all meinen Versuchen. Was kann ich sonst nur tun? Hunein, der Übersetzer. Das Buch beunruhigt mich. Jetzt kann ich streichen. Streichen. Ich lasse es besser hier. Hallo? Ich muss mal eben ein Foto machen. Ah, das ist so süß, das ist so süß, das ist so süß. Es tut mir wirklich leid, Leute. Es tut mir... Oh, jetzt ist die Katze weg. Hä? Katze mag es... Hallo? Die Katze mag es nicht nah rangezoomt zu werden. Ich merke das schon. Nee, das hat irgendwie mit den Treppen hier, glaube ich, zu tun. Komm ich jetzt hier wieder raus? Ah, du bist so eine süße Katze. Eine süße Katze. So. Okay, dann habe ich den draußen nur gehört. Und niemanden hier drin. Ich dachte gerade schon. So, das brechen wir mal kurz auf. Hat keiner mitbekommen. Und da schauen wir auch mal. Bücherlieferung. Zara will, dass weitere Bücher, die aus dem Haus der Weisheit entwendet wurden, direkt in ihre Privatgemächer im Anwesen der Gelehrten gebracht werden. Bringe sie also nicht hierher. In diesem Brief steht, wo das Anwesen der Gelehrten Sachra ist. Zeit, Sachras Anwesen einen Besuch abzustatten und zu sehen, ob sie zum Orden gehört. Ja, wunderbar, wunderbar. Sie ist ungefähr 400 Meter... Oh nein, hallo? Falsche Taste gedrückt. Sie ist ungefähr 400 Meter weit in der Richtung. Die Frage ist nur, eigentlich sollte hier eine Wache rum... Also, da steht er.
Ein Moment. Nein, nein. Ich brauche was zu essen. Kein Moment. Ich bin raus. Hier war doch. Nein, war es nicht. Ich werde nach dir Ausschau halten. Mach das ruhig. Ich bin da nicht mehr da. Okay. So, wir gehen trotzdem mal kurz, ja, nicht auf die andere Seite. Ich wollte eigentlich... Wo müssen wir denn hin? Moment, 450 Meter in die Richtung. Doch, dann können wir doch mal kurz auf die andere Seite gehen. Dann sind wir wenigstens erstmal aus dem Gebiet raus und keiner sucht nach uns. Ja, wunderbar. Wir haben es lange nicht mehr gehabt, aber diesmal sind wir mit dieser Aufgabe recht schnell durchgekommen. Wir sind zwar noch nicht ganz zu Ende mit dieser Aufgabe, weil es noch weitergeht, aber ich kenne mein Glück und wir werden den Rest davon nicht in 5 Minuten fertig kriegen. Entsprechend machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Was war das jetzt hier gerade mit dem Fragezeichen? Ich weiß es nicht genau. Machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge, nachdem ich geguckt habe, ob ich die Katze hier auch noch streicheln kann. Nein, lass mich doch die Katze streicheln. Lass mich die Katze streicheln. Ja! Und sie sieht so scheel aus. Es ist so wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Ah, Gott, das sieht so niedlich aus. Es tut mir wirklich leid, aber ich liebe es, irgendwo Katzen streicheln zu dürfen. In irgendwelchen Spielen. Ja, also wie gesagt, wir machen ja einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.